Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Beim letzten Mal sind wir mal wieder ein paar Mal gedeiht, so wie immer. Oh, mein lieber Freund ist am Sprinten. Du bist nicht am Sprinten, oder? Ah, er ist am Sprinten. Warum bist du am Sprinten? Kollege, habe ich das nicht eigentlich ausgestellt? Ah! Ich werde sterben. Ich werde sterben, wenn du sprintest. Hör auf, wie so ein kleiner Spacken hier rumzurennen. Also ich gehe jetzt einfach mal in die Stadt, um hier fett Rambazamba zu machen. Und du kommst einfach mal auf die Idee, mir hinterher zu sprinten. Nee, tut mir leid. Aber so geht das nicht. Nee, absolut nicht. So, ich nehme mal gerade meine Taschenlampe raus, die mir meistens gar nichts bringt. Und wir erkunden jetzt einfach mal diese große und gigantische Stadt. Und zwar nach Altmetall. Denn Altmetall wäre genau das, was wir gerade brauchen. Und ich darf nicht plötzlich erst laut reden und dann plötzlich wieder leise. Das ist schlecht für euch. Denn meistens bearbeite ich meine Videos nicht. Und wenn ich dann plötzlich wieder am Schreien bin, nee, braucht nicht jeder, ne? Aber trotzdem rede ich jetzt gerade aus irgendeinem Grund wieder super leise. Man frage sich, wieso? Nico, wieso tust du das? Vielleicht, weil ich ein Penner bin? Das könnte eventuell der Grund sein, oder? Wir könnten auch mal in unser altes Haus reingehen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was dort oben drin war. Diese Ruhe ist komisch. Ich komme mir echt komisch dabei vor. So, warte mal. Die Pistole gerade mal reparieren. Ich will nicht unbedingt damit schießen, aber ich brauche ein bisschen Inventarplatz. So, die Shotgun jetzt gerade auch mal. Da haben wir noch ein bisschen Holz, ein paar Becherchen. Ach, guck mal, da haben wir noch Honig. Vielleicht sollten wir mal das Inventar so ein bisschen sortieren. Okay, jetzt mal ganz vorsichtig, bevor du alles wieder auf einen Punkt aufeinander legst. So, die Pistole vielleicht nach da ganz oben. Die Pistolenschüsse mit nach da ganz oben. Die packen wir einfach mal mit hier hin. Was weiß ich, die ganzen Steinchen und sowas, Materialien packen wir jetzt einfach mal hier mit in die Mitte. So, dann haben wir da noch ein bisschen Holz, da noch ein bisschen Holz. So ein bisschen Inventarplatz haben wir dadurch ja wieder. Das Ei, ja gut, ich weiß nicht, kann man das Ei einfach so essen? Macht das was Schlechtes? Ich glaube, in 7 Days to Die gibt es noch gar nichts Schlechtes, oder? Boah, minimal! Es hat sich was getan! Warum sind hier so wenig Leute? Das frage ich mich gerade wirklich, was passiert, wenn ich das Ding verprüge? Okay, alles klar, ich verstehe schon. Ja, ja. Warum auch nicht, ne? Kommt da Metall raus? Nee, ich mach's einfach nur dunkler. Das ist eine ganz tolle Sache, die man hier so machen kann. Warum sind die alle nicht da? Ich habe gerade die Befürchtung, dass die alle an meinem Haus sind, eine fette Party machen und gerade alles zusammenschlagen, was da ist. Wenn ich die Mülltonne hier öffne, als ob ich die ganze Stadt anlocken will. Ganz vorsichtig. Wir brauchen nur Materialien. Ich bin auch ein Spaßvogel, ne? Ich mache ja einen auf DayZ, gehe in der Nacht los und hole mir Sachen. Aber in DayZ muss man immer länger aufbleiben. Hier ist es nämlich schon nach ein paar Minütchen dunkel. So, du gehst einmal bitte da rein. Achso, hier haben wir 10 mm Kugeln. Die packen wir einfach mal nach da. Was sollen wir hier noch mit ins Inventar packen? Irgendwas müssen wir hier gerade mal zusammentun. Ja gut, die zwei können wir jetzt gerade einfach mal drauf verzichten. Die packe ich nach da unten. Falls ich sterbe, würden wir sie verlieren. Aber ich glaube eher nicht. So, ziehen wir die gerade erstmal mit hier rein. Vielleicht können wir schon mal so ein bisschen was verwandeln. Oder das mache ich gerade mal erst in dem Haus hier drin. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht, dass ich gerade ganz kurz gesprintet bin. Ach, das sind hier alles einzelne Teile. Ja, das kann ja noch irgendwie lustig werden. So, daraus nehme ich jetzt erstmal gerade ein bisschen Metall. Das ziehst du damit drüber. Ich glaube, bis zu 64 können wir da mitnehmen. Gut, daraus kommt dasselbe raus. Warum auch immer. Packe ich einfach mal hier mit hin. Die kleinen Becher. Okay, aus 8 Stück machen wir ein Metall. Da kannst du aber mal ein bisschen was sammeln. Was ist hiermit? Passiert gar nichts. Okay, sehr gut. Legen wir einfach mal, was ich hier aufeinander. Die paar Becherchen. Wie lässt man das Metall jetzt einfach alles mal sortieren? So, du gehst einmal bitte dahin. Die Sticks, keine Ahnung, ziehen wir damit rüber. Painkillers können schon hier bleiben. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr für gar nichts. Wie wär's? Habe ich irgendwie. Ja, hier eine Pille habe ich. Gut, die ziehe ich mal mit nach da unten. Und einmal da Metall mit hin. Daraus kannst du, ja, direkt beim ersten Metall rausmachen, dass ich erstmal auf den Boden schmeiße. So, jetzt ganz schnell, weil ich das hier so auf dem Boden rumgepfeffert habe. Hi, alles gut. Da war noch ein leerer Becher, der kommt noch da mit hin. Damit das so ein bisschen wenigstens geordnet ist, ne? Das kann man ja doch verstehen, dass ich das wenigstens so ein bisschen geordnet haben will. Oh mein Gott, was habe ich gefunden? Oh, so ein Bohrgedönse. Haben wir noch Benzin? Wer ruft denn an? Keine Ahnung, wer anruft. Irgendjemanden, den ich jetzt gerade nicht antworten kann. Ich nehme auf! Hör auf anzurufen! Was zu essen? So, du kommst erstmal gerade mit, denn ich brauche ich und dich brauche ich anscheinend nicht, deswegen habe ich dich schon wieder auf den Boden gedonnert.
Ich donner hier ein bisschen viel auf dem Boden. Kann ich hier gerade... Dich kann ich, glaube ich, verwandeln, oder? Nee, da brauche ich mehrere. Dazu brauchen wir eigentlich Papier. Wisst ihr was? Das packe ich jetzt gerade einfach mal hier mit rein. Ich habe nämlich null Ahnung, wofür ich Papier brauche. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Wofür brauche ich Federn? Weiß ich auch nicht. Warum trage ich die ganze Zeit so Müll mit mir rum? So, dann packen wir das Futter mal da oben rein. Was ich... Das essen wir vielleicht einfach mal. Lecker! Vielleicht ist das die letzte Mahlzeit meines Lebens. Das glaube ich aber weniger, weil keine süßen Zombie-Freunde hier sind. Ihr habt auch ganz genau gesehen, dass ich die nicht ausgestellt habe, denn ansonsten wäre ich eben nicht angegriffen worden. Ich habe ein bisschen Wumme, in so ein ganz normales Haus reinzugehen, was ich jetzt gerade tue. Denn hier könnten doch so ein paar Besucher mit drin sein. Ich hoffe natürlich auch darauf, dass ich mich gerade irre. Noch ein bisschen was zu essen. Müssen wir natürlich gleich alles irgendwie im Inventar sortiert bekommen. So, die packe ich jetzt gerade einfach mal da mit rein. Das Wasser, denn wir haben absolut kein Wasser mehr. Ich habe übrigens rausgefunden, dadurch, dass ich auf diesen Creative Mode ab und zu mal draufgegangen bin, den ich aus Versehen immer noch nicht ausgeschaltet habe, dass man Wasser aus dem Fluss mit rausnehmen kann. Ich denke mal, das kannst du einfach mit den ganz normalen leeren Bechern hier machen. Oder täusche ich mich? Warte mal, wenn ich das vielleicht halbiere. So, drei Stück kann man die da drauflegen. Aha, guck mal, ihr habt ein bisschen was gepatcht. Freunde, ich bin so stolz auf euch. Irgendwas irgendwie doppelt? Nee, nicht wirklich. Die kann ich wieder verwandeln. Ey, das gibt's doch nicht. Ich kann nichts mitnehmen. Ich hätte wirklich mehr da lassen sollen. Gerade einmal, was kann ich verwandeln? Das konnte ich verwandeln. Nee, scheiße, brauche ich 8 von. Ich meine, schade, nicht scheiße. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Was kann ich wegtun? Ich bin gerade irgendwie überfordert. Ist hier irgendwas wahrscheinlich? Du Vollidiot! Guck mal da, Mann! Das kannst du einfach weglegen! Was bist du denn für ein Volldepp? Das gibt's doch gar nicht! Guck mal, ich... was? Kleine Steine? Dekomäßig oder was? Ich weiß gerade nicht wozu. Kannst du hier vielleicht so einen Weg mitlegen, ne? Mit so ganz kleinen Steinchen. Okay. Eine Dose. Warum stehe ich hier so ewig lange? Das ist absolut super dämlich. Vielleicht lasse ich das Ding mal... Na, das kannst du so nicht liegen lassen. Dafür musst du erst was öffnen. So, wie wär's, wenn ich es gekühlt in den Kühlschrank lege? Denn da guckt man doch als erstes nach. So, in den Kühlschrank einmal. Haben wir hier noch die Painkillers? Irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Nee, anscheinend nicht. Das nehme ich doch gerne mal mit. Das Glas. Naja gut, das würde ich jetzt gerne da hinten reintun. Die zwei Fenster brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann packe ich das Glas mal hier mit rein. So, sehr schön. Ist hier sonst noch irgendwas zu mitnehmen, was ich gut gebrauchen könnte? Ich sollte mich vielleicht erstmal umgucken, bevor ich hier drin rumspaziere wie der letzte Volldepp. Aber so ein paar Sofas wäre auch eine coole Idee, ne? Einfach mal so ein bisschen was mitnehmen, was wir nachher dann bei uns verteilen können. So als Tischdeko. Hier ist echt nichts da. Was ist da los? Oh, ein Medizinschränkchen. Das will ich doch nicht alleine lassen. Dankeschön. Sogar ein paar Bandagen und so ein Zeugs. Alles frei hier oben. Würde mich nämlich freuen, wenn hier alles ruhig ist. So, Papiere lasse ich gerade mal dankend liegen. Warum hat er die nicht mitgenommen? Hat er keine Lust drauf, ne? Also, da habe ich jetzt sehr wenig Lust drauf, die Teile da jetzt mitzunehmen. So, und du nimmst auch die zwei Schüsse mit, aber nicht die anderen zwei Schüsse. Wo packe ich die Shotgun hin? Vielleicht lege ich gerade einfach mal den Knochen da hinten. Es fungiert ja im Prinzip wie ein Stock, würde ich jetzt sagen. Weil der macht echt absolut nicht viel Schaden. Ein Bett könnten wir eventuell gebrauchen, aber so dringend ist das auch nicht, weil die liegen ja wirklich in jedem Haus mit rum. Kartoffelsamen haben wir schon ein paar. Ich weiß nicht, wie das ist. Brauchst du einen, um dann nachher noch ein paar... Oh mein Gott, um noch ein paar mehr mit rauszukriegen. Bücher brauchen wir nicht. Danke, mein Freund. Vielleicht noch eine Shotgun. Das wäre eine Idee. Das nimmst du gerade mal bitte mit. Und das auch, bevor irgendwas hier reinrennt. Warte mal, was? Und das ist... Achso, das ist Lamm. Ja gut, dann... Nee, Moment. Fressen wir erst das Lamm, denn ich meine, dass Hühnchen nicht so selten ist wie das Lamm. So, gerade einmal runterziehen. Tja, jetzt habe ich nur ein Problem. Soll ich den Knochen hier lassen? Lass ich mal hier, ne? Für so eine Shotgun. So, schmeiße ich wieder auf den Boden. So, tauschen wir gerade mal mit denen hier aus. 10 mm Knarre. Ich muss auch gucken, wie ich es sortiert bekomme. Ich bin auf jeden Fall schwerst bewaffnet mit meiner kleinen Dose hier. Wenn er reinkommt, dann hau ich dem die über den Kopf. Wieder 30 Schuss für irgendwas. Zwei Kügelchen ist sehr gut. Achso, da oben gehörst du hin. Will ich dir natürlich nicht verweigern, dass du da hin musst.
Was soll ich jetzt weg tun? Clay, ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Wie wär's mit einer Flasche? Ja gut, die muss ich jetzt gleich eh trinken. Mach ich das jetzt gerade mal. 8 und weg damit! Ich trinke die ganze Sache natürlich durch den Deckel. Ist auch kein Problem oder sowas. So, was haben wir hier noch drin? Ein bisschen Munition. Ein bisschen davon. Also, oh, mach das nicht. Das ist ganz böse. Wie wär's, wenn du das jetzt gerade mal umwandelst und die Teile wieder nimmst? Kleiner Verschwender hier. Toll, aus zwei Trophäen kannst du eine Trophäe machen. Das hat auf jeden Fall super viel Sinn. So, da haben wir noch eine Trophäe. Dann kriegen wir die schon mal weg. Boah, ich craft mich hier durch wie so ein Bekloppter. Ich frage mich aber auch gerade, warum hier so wenig Zombies sind. So, jetzt rennen wir nochmal aufs Dach. Gucken gerade nochmal. Irgendeiner hier? Wow, sie haben das aber schön gefixt. Wenn du in dunkle Ecken eine Taschenlampe hältst, passiert nichts. Wenn du aber in helle Ecken eine Taschenlampe hältst, sind sie noch heller. Das bringt's. Und so verrottete Sportsäcke, die sind ganz toll. Da hat wohl jemand reingeschwitzt und das Ganze nicht sauber gemacht nachher. 9mm Kügelchen, immer her damit. Ich sehe immer noch nicht, was in der Dunkelheit ist. Vielleicht geht das mit einer Fackel besser. Gerade mal gucken. Ja, mit einer Fackel geht das genauso gut, nur es knistert. Das bringt's natürlich nicht. Hier ist noch so ein Vogelnest. Ein paar Federn. Ja, gut, wofür auch immer die sind. Ich spring da mal wieder runter. Wird schon wieder hell. So ein bisschen, ne? Es ist 6 Uhr morgens. Es müsste gleich hell werden. Upsi, hat man das gehört? Ich hoffe doch mal nicht. Vielleicht schaffe ich es noch ins nächste Haus. Ganz vorsichtig. Warum ist hier so wenig? Ich fühle mich relativ positiv überrascht. Und mal, war das nicht... In welches Haus sind wir eben einfach mal so eingezogen? Das wäre gerade mal eine gute Idee. Was ist das denn? Ein Brass Car Radiator. Was auch immer das sein soll. Ich weiß es gerade nicht. So, die verwandeln wir gerade erstmal. Wunderschön. In 5 Stück können wir die verwandeln. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Was bringst du? Bringst du auch irgendwie Metall? Ach nee, du bringst das Zeug. Ja, das ist natürlich geil. Das ist sehr schön. So, und gerade einmal ganz vorsichtig weitergehen. Ah, und jetzt noch ein LW5. Wird knapp mit dem Platz, mein Lieber. Also, ich freue mich wie bescheuert, dass du mich hier mit Sachen überhäufst, die tatsächlich sehr selten sind, aber irgendwie weiß ich nicht. Gut, machen wir einfach mal gegen meine Prinzipien, verschwenden wir gerade einfach mal ein bisschen. So, und hier flitzen wir jetzt gerade nochmal ganz schnell durch. Einfach nur zu gucken, was hier ist. Oh, die haben mit Schränken den Eingang blockiert. Das ist natürlich eine coole Sache, nur nicht für uns jetzt gerade. Vielleicht kann ich durch die Hintertür rein. Oder ich gehe einfach in ein anderes Haus. Das muss ja heißen, dass irgendwas da drin ist. Guck mal, die haben sogar einen Keller. Da sind bestimmt Zombies drin. Hoffen wir es mal nicht. Voll. Warte, gehen wir gerade erstmal hier hinten durch. Ah, so ein paar leere Gläser, die liegen ja hier überall. Gucken wir mal, was hier drin ist. Denn ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen Metall mehr finde. Bisschen mehr Metall. Grammatik sollte auch stimmen. Ist übrigens sehr schlau, einfach rückwärts in den Raum reinzugehen. Und schön, dass ich dich übersehen habe. Du hättest mich jetzt schon anknabbern können, aber... Weil du so nett bist, hast du natürlich nicht gemacht. So, ich mach gerade mal was Doofes. Hol mir hiermit noch ein bisschen mehr Metall. Denn ich kann nicht noch mehr verschwenden. So, schön, dass du so eine kleine Süßigkeitendose. Das ist das Letzte, was er... Da hat er dran festgehalten. Ihr kriegt vielleicht mein Leben. Aber meine Süßigkeitendose werdet ihr niemals bekommen. Ihr Schweine! Dann geht er unter. Nein, er geht natürlich nicht unter. Er feiert Viva la Vida. Keine Ahnung. Ich weiß gerade selber nicht mehr, wovon ich rede. Weißt du, ich noch ein bisschen was esse? Na, brauche ich eigentlich nicht. Das wäre eine Verschwendung. Mal wieder. Bitte, brauche ich davon 4 Stück? Nee, ich brauche mal wieder nur 3. Das ist ganz toll. Mit dir war nichts. Ah doch, oh, mit dir war das. Sehr gut, dann nehme ich das hier mit. Hundefutter ist zwar schön und gut, aber ich glaube, ich verzichte dann doch auch in der Zombie-Apokalypse bis zum letzten Moment auf Thunfisch und auf Hundefutter. Cornmeal. Sieht aus wie was komplett anderes, was auf den Boden gefallen ist. So, warte mal, da haben wir Curry. Ist das Curry? Ah, nee, das ist einfach ein Kuchen. Hier haben wir wieder so ein bisschen Venison Stew. Was könnte ich hier noch weglegen? Ich weiß nicht, was ich weglegen soll. So langsam überfordere ich. Ja gut, machen wir die einfach mal zusammen. So wichtig sind Taschenlampen ja nur auch nicht, dass ich die außersehen verlieren könnte. Und dann irgendwie anfange zu heulen oder sowas. Wow, ein bisschen Wasser. Toll! Ich habe mein Wasser schon getrunken. Das heißt, ich brauche natürlich noch einen Platz dafür. Komm, lass mal einfach mal gerade die Steine hier drin liegen. Was scholl das? Was scholl der Geitsch? So viel haben wir doch wohl noch. Guck mal, die beiden Sachen haben wir jetzt gerade im Inventar. Das ist sehr nice. Das hier auch. Und das haben wir hier unten, falls du das nicht bemerkt hast. Apropos, hier unten, falls ich das nicht bemerkt habe.
Nee, ich dachte, ich hätte hier unten Sachen doppelt, die da oben nicht sind. Denn aus irgendeinem Grund scheint er die da nicht mit zusammenmixen zu wollen. Das will der einfach nicht. Und wenn ich das mal fragen dürfte, warum ist hier einfach so ein Klo? Wenn ihr so eine Kellerparty macht, so, oh, ich gehe mal aufs Klo, alle weggucken. Und alle drehen sich um, ah, er ist nackt. Okay, eigentlich nicht wirklich, ne? So, einmal du wieder hier hin. Dann wandeln wir dich gerade einmal um. Wäre doof, wenn mich jetzt einer erschreckt und ich lasse so viel Holz da in der Kiste liegen. Ich weiß nicht mal, was das Zeug hier bringt, dieses Scrap Brass oder was auch immer. Scrap Brass. Nee, Brass waren BHs, das war was komplett anderes. Dich konnte ich leider nicht nehmen, denn du bringst nur ein einziges Stückchen. Das ist doch ein bisschen zu wenig. Irgendwas, was sinnlos ist, tauschen wir das mal aus. Ein bisschen zu essen später zu haben, wäre, glaube ich, ganz wichtig. Dann tauschen wir das noch eben aus. Bitte, was tauschen wir aus? Das hier. So, denn wir brauchen ja auch nachher, wenn wir ankommen, noch was zu futtern übrig. Nicht, dass wir jetzt hier umkommen, alles wieder verlieren. Obwohl ich tatsächlich glaube, dass wir hier erstmal gar nichts verlieren werden, weil hier gerade irgendwie nichts ist. Ist das ein Fehler, dass hier einfach nichts mehr spawnt? Oder ist mir das Spiel einfach mal wohlgesonnen? Ich bin da gerade nicht so ganz sicher. Hallo, irgendeiner hier oben? Finde ich sehr gut. Ich habe gerade was gehört. Irgendeiner hat eine Tür geöffnet. Kann das sein? Kleines Metallrohr. Bringt das viel? Ich weiß es nicht. Meine Doofheit eilt mir wieder voraus, nicht zu raus. Hier was drin, Bücher, noch mehr Bücher und Papier. Genau das, was ich nicht brauche. Hier genau dasselbe. Ja, gehe ich mal wieder runter. Ja, schon wieder Stimmen, die mir ins Ohr flüstern. Warum machen die das? Das sind miesen Stimmen. Sollte ich hier noch nach oben? Ach, komm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder in Richtung Haus zurück. Aber bevor wir in Richtung Haus zurückgehen, werde ich gerade nochmal, was weiß ich, aufs Klo gehen oder sowas. Oder einmal um den Block laufen, damit ich wieder aktiver werde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, nachdem ich eine Runde um den Block gelaufen bin, wieder aktiver bin. Denn dann labere ich auch wieder mehr. Ich war hier wieder bei der Erkundungstour, ein bisschen wenig gelabert. Und ihr denkt jetzt wieder, warum labert der? War doch eine ganz vernünftige Folge. Ich habe halt immer was zu meckern, ne? So ist das eben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Haut rein und bleibt geschmeidig, wie immer. Bis dann. Ciao.